Ich war jetzt, glaube ich, wirklich 3 Wochen am Stück krank. Wir haben Essen. Reden wir nicht darüber, dass ich gerade schon wieder ein Nachmittagsschläfchen gemacht habe. Ich bin echt froh, dass ich jetzt hier drin sitzen bleiben kann. Mich jetzt nach, keine Ahnung, es fühlt sich an wie 10 Jahre. Ich glaube, es waren jetzt 3 Wochen oder sagen wir mal 2 Wochen, melde ich mich jetzt hier mal wieder. Ich war jetzt, glaube ich, wirklich 3 Wochen am Stück krank oder sagen wir mal, ich habe mich krank gefühlt. Also ich wusste halt auch nicht, was ich habe. Ich habe mich halt einfach nicht gut gefühlt. Ich war schlapp. Es hat halt alles mit einer Blasenentzündung angefangen, wobei ich tatsächlich gar nicht mehr so richtig weiß, ob ich einfach vorher auch schon mich krank gefühlt habe. Aber es hat damit angefangen, das kann ich mich erinnern. Und seitdem bin ich einfach nur noch müde gewesen. Und ich hatte auch mal wieder Tage, da ging es besser. Aber so die grundlegende Stimmung war eher so meh. Ich habe mich echt nicht gut gefühlt. Heute ist tatsächlich mal wieder der erste Tag, bei dem ich mich gut fühle. Mit dem ich echt mal wieder gute Laune habe und ich mich nicht den ganzen Tag über krank fühle. Wow. Ich habe auch 2 Corona-Schnelltests gemacht. Die waren beide negativ. Also es dürfte theoretisch kein Corona gewesen sein. Weiß man natürlich immer nicht so, aber ja. Naja, aber das war's jetzt ja auch eigentlich schon mit den schlechten Themen. Ich möchte diesen Vlog eigentlich echt nicht mit schlechten Vibes füllen. Oh mein Gott. Ich möchte eigentlich, dass es mal wieder ein gut gelaunter Vlog wird. Und deswegen würde ich jetzt hier mal an dieser Stelle einen Cut machen, was so Krankheiten und so weiter angeht. Und einfach mal, ja, euch wieder mal mitnehmen in mein Leben, was ich so mache und was so ansteht. Mal gucken, wie viel das sein wird. Also ich habe mich jetzt fertig gemacht soweit. Ich habe einfach nur ein bisschen meine Haare nochmal fresh gemacht, weil ich die heute nicht waschen wollte. Also ich versuche die halt immer nur alle 2 Tage zu waschen. Habe ein bisschen Schmuck ran gemacht und mich ein bisschen geschminkt. Und habe jetzt hier meine Mom-Jeans angezogen. Die hatte ich auch Ewigkeiten nicht mehr an irgendwie, aber es gefällt mir echt gut. So mit dem weißen Pulli. Ist auch echt irgendwie mein Lieblingspulli geworden. Ente.
Wir haben Essen. Also, wir haben ein Bierpunktspiel gewonnen. Und das andere verloren. Aber naja. So, der Saft ist schon alle und jetzt gehen wir nochmal fix einkaufen und ich bin einfach so müde heute. Oh. So, also wir sind jetzt beim Einkaufen wieder zurück. Das war das schlimmste Einkaufen überhaupt. Ich habe so beschissene Kopfschmerzen gehabt, aber ich wollte ja nicht mehr über Krankheiten sprechen. Auf jeden Fall habe ich endlich mal das hier bekommen. Das ist dieses vegane Mozzarella-ähnliche Zeug und ich freue mich übelst, das auszuprobieren. Und ich habe mir heute diesen Pudding hier mitgenommen. Der wurde jetzt übelst oft gehypt in überall eigentlich. Und ich hoffe, dass der schmeckt. Und tatsächlich war das Robins Idee. Haben wir jetzt sowas hier mitgenommen. Voll gut. Freue ich mich auch drüber. Und ich habe neue Blumen mir mitgenommen. Die sehen zwar nicht mehr ganz so toll aus. Aber es wird trotzdem schön, glaube ich. Das hier sind übrigens die Blumen vom nächtlichen Blumenpflücken gestern. Die sind richtig schön. Und reden wir nicht darüber, dass ich gerade schon wieder ein Nachmittagsschläfchen gemacht habe. Oh Mann, ey. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt nochmal raus und ich fahre Robin zum Impfen. Und chill dann da so eine Stunde im Auto. Mal gucken. Wir sind gerade erst angekommen. Und wir sind bei Sonnenschein losgefahren und jetzt stürmt es einfach und regnet. Ich bin echt froh, dass ich jetzt hier drin sitzen bleiben kann und nicht nach draußen muss.
Also, ich warte jetzt hier immer noch auf Robin und jetzt wieder bei Sonne. Wie schön. Er ist dann auch gleich fertig, hat mir eben geschrieben. Ich habe jetzt die Zeit ein bisschen genutzt, um kurz ein paar Leuten zu antworten und mein Buch weiterzulesen. Und zwar lese ich im Moment Krabbert. Das muss man kennen. Ich hoffe, dass ihr das alle gelesen habt oder die Sage kennt oder den Film kennt. Weil da geht es halt um mein Heimatdorf. Wie cool ist das bitte? Naja, auf jeden Fall lese ich das für eine Hausarbeit, die ich dieses Jahr abgeben muss, also dieses Semester. Und ja, da schreibe ich auf jeden Fall, ich weiß noch nicht genau, was mein Thema sein wird, aber ich schreibe auf jeden Fall so über die Unterschiede vom Buch zum Film, sowas in der Art. Und ja, ich habe übelst Bock darauf und deswegen fange ich auch jetzt schon damit an. Ich denke mal, das wird auch eine ganz schöne Menge werden da. Aber ja, ich freue mich. Also heute ist echt mal wieder ein Tag, den habe ich gefühlt seit Monaten nicht gehabt. Wow. Also ich war heute schon so produktiv, wir haben es jetzt 11:45 Uhr. Und ich habe heute schon Wäsche gewaschen und aufgehangen, die Wohnung aufgeräumt und gestaubsaugt und Staub gewischt, die Blumen gegossen, ich habe den Saft gemacht, hat man ja gesehen, abgewaschen. Nicht nur das Saftzeug, sondern auch Abwasch an sich. Habe ich sonst noch was gemacht? Jetzt habe ich noch eine zweite Wäsche angesetzt. Nee, ich glaube, das war's. Aber das ist schon so viel, oh mein Gott. Also manchmal stehe ich auf und ich bin so, gar keinen Bock. Und heute war ich so, wow, heute mache ich alles. Es ist heute Morgen ein kleines Malheur passiert. Oder er bin ich. Hallo. Alles wieder sauber. Ich liebe übrigens meine Blume immer noch sehr. Die sehen einfach so schön aus. Ich liebe es einfach. Ich liebe es so sehr, wenn ich Blumen auf meinem Schreibtisch stehen habe. Und das sieht halt hier auch einfach so schön aus. So, hier sind die Blumen. Hier ist grün. Dann steht hier noch so Zeugs rum. Draußen blüht alles. Schön. Ich habe jetzt noch zwei Aufgaben für die Uni gemacht. Also meine Produktivität heute, die ist ja bombastisch. Ich taufe den heutigen Tag zum produktivsten Tag seit immer. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt gleich ein bisschen Pudding, diesen Schokopudding, den ich letztens gezeigt habe, mit Erdbeeren drauf, so als kleinen Snack zwischendurch. Was mir gerade aufgefallen ist, ich war jetzt so nach der einen Aufgabe Instagram kurz und habe da so ein bisschen durchgeschaut und irgendwie habe ich gemerkt, ich habe ja heute so gute Laune und gute Energie gehabt. Und durch Instagram,
durch so die Stories von anderen, wo sie vielleicht auch so Sachen teilen, die eben jetzt nicht so good vibes sind, ja, wurde ich irgendwie komplett wieder runtergezwungen. Ich dachte mir so, nee, das kann jetzt aber so nicht sein. Jetzt also gleich wieder geschlossen. Dachte mir so, okay, du machst halt erstmal noch dein Zeug, was du heute noch so schaffen willst, und dann gehst du auf Instagram. Wenn du dann runtergezogen wirst, ist egal. Aber irgendwie fand ich krass, ja.